Also wir haben ja gerade den Vorspann gedreht und da muss man dann sehr exakt sein. Da muss man dann die Drehung genau in die Richtung machen. Da muss alles ganz genau auf dem Punkt sitzen. Früher waren wir sehr klar gefasst und da konnte man vielleicht sagen, ah, der Gerner, der zieht immer die Augenbrauen hoch. Die Zeiten sind vorbei, wir sind sehr viel farbiger geworden. Woran es liegt, dass nicht das genommen wurde, was wir so angeboten haben? Ich glaube, weil wir oftmals viel Blödsinn anbieten, aber das ist halt auch wichtig, um uns so zu motivieren. Also Also wir bieten lieber mehr Blödsinn an, dann können sie sich entscheiden. Oder wenn man sagt, alles klar, ich mache jetzt nur das, ja gut, es ist langweilig, von daher, je mehr, desto besser. Wir erzählen ganz anders, wir haben sehr viel mehr Tiefe bekommen und deswegen haben wir auch jetzt einen neuen Vorspann, der dem mehr entspricht. Hat echt Spaß gemacht gerade. Also es war schon eine coole Location. Cool. Pickup, im Hintergrund ein bisschen Nebel, dann so die Häuser, die haben geleuchtet und halt zwei schöne Männer. Früher, also angefangen hat das ja mit einer Affäre und wilden Intrigen, Hass und Entführung der gemeinsamen Tochter und also wirklich wildeste Geschichten. Aber die sind richtig gute Freunde geworden, auch Joe und Katrin, das finde ich auch toll. Und ja, also ich finde Katrin super. Das 25. Jubiläum steht jetzt an. Das ist natürlich, finde ich, schon sehr beeindruckend, dass es diese Serie schon so lange gibt und dass die Zuschauer hier immer noch die Stange halten und es immer wieder neue Fans gibt. Ich bin 20 Jahre alt, 3,5 Jahre dabei und ich darf sowas erleben. Wer kann das in meinem Alter behaupten? Keiner. Es gibt GZSZ länger als Felix. Ist das nicht geil? Alle Folgen findet ihr rund um die Uhr bei TV Now.